Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuschauer. Heute möchten wir Ihnen das Kompetenzzentrum der Handwerkskammer in Koblenz vorstellen. Dieses erst im Jahre 2006 fertiggestellte Gebäude verfügt über hochmoderne technische Einrichtungen. Vom Design bis zum fertigen Produkt kann hier alles verwirklicht werden. Das modernste Zentrum der Handwerkskammer steht für Beratung und Bildung im Handwerk, die Entwicklung und Förderung gestalterischer Kompetenzen für die handwerkliche Praxis, die Verbindung von Formgebung und Technologie sowie Qualifizierung im Umgang mit digitalen Kommunikationsmöglichkeiten gehören hier zu den Kernaufgaben. An der Schnittstelle von Gestaltung und neuen Verfahren in der Produktentwicklung, Automatisierung und Fertigung gelegen, stärkt das Kompetenzzentrum die Fähigkeiten der darin lernenden Handwerker und hilft ihnen bei der Optimierung betrieblicher Abläufe. Dank modernstem Equipment in den Unterrichtsräumen machen sich Lehrlinge, Gesellen und Meister zudem fit für die Anforderungen des Medien- und Informationszeitalters. Aber auch die Ausbildung an modernsten Produktionsanlagen, wie hier an der CNC-Fräse, gehört zur Tagesordnung. Für die meisten hier im Lehrgang ist das hier kein Neuland. Die meisten haben bereits CNC-Erfahrungen, also Computer Numeric Control gesteuerte Maschinen. Wir sind im Moment auf dem Fräslehrgang. Für mich ist es leider Gottes Neuland, ich muss mich ganz neu reindenken. Aber es ist ein sehr interessanter Lehrgang. Wir sind hier für 14 Tage. In den 14 Tagen wird ein Grundwissen vermittelt, was halt eben die CNC-Fräserei anbelangt. In den EDV-Räumen des Kompetenzzentrums werden Computerkenntnisse von der einfachen Textverarbeitung bis hin zum komplexen Videoschnittprogramm vermittelt. Die Handwerkskammer Koblenz bietet in diesem Bereich speziell angepasste Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten für Schüler bis hin zum Rentner. Jetzt gerade haben wir einen IT-Fitness-Test gemacht. Ja, ich hoffe mal, der hat gut abgeschnitten. Wollen wir mal Testergebnisse abwarten. Ein Handwerksbetrieb, der das Angebot des Kompetenzzentrums nutzt, ist die Firma Zweirad Mitschke. Das vor 50 Jahren gegründete Unternehmen wird heute in der dritten Generation von Stefan Mitschke geleitet. Der gelernte Kfz-Mechanikermeister weiß, dass Gestaltung im Handwerk nicht nur die Verknüpfung von Funktion und Form und Ausdruck von Eigenständigkeit und Kreativität ist, sondern auch Marketinginstrument und Verkaufsargument. Ja, wir haben uns schon immer mit unserem Auftritt nach außen beschäftigt, hatten immer Ideen gehabt. Nun sind wir an einem Punkt angelangt, an dem wir glauben, professionelle Hilfe in Anspruch nehmen zu müssen. Und ich denke, dass wir da mit der Handwerkskammer gut bedient sind. An dieser Laserschneidanlage des Kompetenzzentrums werden zweidimensionale Prototypen aus Metall gefertigt. Und wie diese Produktion abläuft, das zeigen wir Ihnen jetzt. Die Lasertechnologie ist seit Jahren auch im Handwerk zu Hause und darf deshalb im Kompetenzzentrum nicht fehlen. Von der Skizze bis zum fertigen Produkt, hier befindet sich alles, was man zur Herstellung eines Prototyps braucht. Zum Beispiel werden hier gerade Formen ausgeschnitten, die vor ein paar Minuten noch nicht einmal gezeichnet waren. Im Raum Fertigung und Automatisierungstechniken finden Schulungen im Bereich der SPS, Automatisierungs-, Informationstechnik und der Mechatronik statt. Hier können von der Grundlagenschulung bis zur komplexen Programmierung einer kompletten, vollautomatisierten Fertigungsstraße realisiert werden. Diese Fertigungsanlage besitzt den Charakter einer realen Fabrik. Über Kundenauftrag, Angebotserstellung, Warendisposition, Fertigung und Materialkontrolle beinhaltet es alle erforderlichen Planungs- und Fertigungs- sowie Arbeitsschritte. Hierbei werden die überwiegenden Probleme der Automatisierungstechnik abgedeckt. Das Konzept dieses Raumes lautet: praxisorientierte Grundlagen- und Aufbauschulung an PC-gestützten Arbeitsplätzen für die Fertigungs- und Automatisierungstechnik. Wir lernen hier im Moment SPS zu programmieren und realisieren jetzt diesen Ablauf hier im Hintergrund. Mehr Informationen zum HWK-Berufsbildungszentrum bietet die Handwerkskammer im Internet unter www.hwk-koblenz.de. Es gilt also, diese Transportplatten in Bewegung zu versetzen. Denn nur wenn die Auszubildenden ihre Programme richtig erstellt haben, läuft diese Fertigungsstraße vollautomatisch ab. Das ist also der Vorteil am Kompetenzzentrum der Handwerkskammer. Das Theoretische kann sofort in die Praxis umgesetzt werden. Somit sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung angelangt. Jetzt geht's weiter im laufenden Programm von TV Mittelrhein. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal.